einen ganz besonderen Leckerbissen Majestät, der Entertainer Max Raabe. Du fragst mich, Schatz, bin ich zu dick? Nein, prima, sag ich, alles schick. Du fragst mich, Schatz, hat's denn geschmeckt? Ich sage, lecker, war perfekt. Der Doktor fragt mich, trinken Sie? Ich sage, nein, ist noch zu früh. Ich sag, ich flieg auf diese Schellen. Dabei fahr ich nur nach Neukölln. Kleine Lügen tun nicht weh. Kleine Lügen sind wie Honig im Tee. Wie ein Sahne-Baiser. Und sie machen das Leben reicher. Kleine Lügen sind fast wahr. Wenn sie gut sind, sind sie unbezahlbar, bedeuten keine Gefahr und sie machen das Leben leichter. Bravo! Er darf uns beschenken, Platz nehmen. Ja. Husch. Ja. War das Lied über uns? Aber selbstverständlich nicht. Ich würde Euer Majestät niemals belügen wollen. Nein, aber wir haben da irgendwie ein paar Sachen entdeckt. Also gibt ja Leute, die meinen, wir sind, also dick sind wir nicht, ne? Ein bisschen zu klein vielleicht. Also für die Größe. Das versteht er nicht. Ne? Schön singt er. Er gibt sich Mühe. Ja. Was macht er mit seinen Haaren? Das ist fast dieselbe Frisur. Was gibt er rein? Gel? Oder er fährt sehr schnell Fahrrad. Wirklich? Was für ein Fahrrad hat er da? Ein schwarzes Fahrrad. Hat er jetzt gerade versucht, wie ihn nicht zu reden? Nein, hat er nicht, nein. Da nicht. Er ist ja nicht dumm. Da steckt vielleicht ein echter Österreicher in ihm, sagt er. Gewiss ja? Nicht, nein. Ja? Ein Österreicher gefangen im Körper eines Deutschen. Beim Seifelstein ist es so ähnlich. Nicht? Das ist eine Frau gefangen im Körper eines Mannes. Majestät, ich muss doch sehr bitten. Wer putzt sich zweimal am Tag die Zähne? Duscht einmal im Monat. Skandalös. Ja, richtig. Ne? Viel zu oft. Also, wo kommt er her? Aus Berlin. Und ist dort geboren? Geboren Nein, und aufgewachsen? Er ist Westfale und ja. Ist irgendwann dann nach Berlin gegangen und hat dort studiert. Was? Musik. Musik, das ist ja verständlich. Gesang. Ja. Spielt auch Instrumente? Miserabel Klavier. Ja, da haben wir was gemeinsam, gell? Wir spielen nicht einmal miserabel. Ja? Also, sei verstanden, wir wollen diesem Verdacht jetzt nachgehen, ob vielleicht im Rabe ein Österreicher drinnen steckt. Machen wir mit ihm einen Österreicher-Test. Was halten Sie davon? Majestät, meinen den Test, den man bestehen muss, wenn man österreichischer Staatsbürger werden will? Ja, sei verständlich, denn sonst? Befehl, Majestät, also. Darf ich mich weigern? Warte. Also beim Kaiser darf man sich nicht weigern, das geht nicht, Rabe. Es ist auch ganz einfach, wir spüren instinktiv, in ihm steckt ein Österreicher. Also, Seifelstein, erste Frage. Befehl, Majestät, die erste Aufgabe stammt aus dem Bereich Kulinarik. Welches dieser Gerichte ist kein österreichisches Gericht? Hofbildstelle? Wir haben hier
ein gebackenes Huhn, A, ein gebackenes Schnitzel, B, gebackene Leber, C oder eine gebackene Wassermelone, Dora. Was ist nicht österreichisch? Dora, Majestät Dora. Falsch! In Österreich ist alles ausgebrochen. Wir täten einen Geschirrhangerl fressen, wenn es bandiert ist. Hm? Manchmal kriegt man auch in einem Wirtshaus eine serviert, ohne dass man es weiß. Paniert? Sicher. Schmeckt es ja sonst nicht, ne? Sonst ist es ja außen. Hm? Wenn ein Schnitzel nicht paniert ist, ist es ja außen. Ach so? Hm? Ja. Und gleich an der Nachhilfeunterricht, wenn man eine paniert, hm? Wenn man jemanden paniert, dann gibt man ihm eine auf die Goschen. Also auf die 12. Verstehe, ja. Und das muss ich auch vormachen, wenn ich Österreicher bin. Na! Wobei? Nein, ich. Ach so, da fallen uns ein paar ein. Da fallen uns ein paar ein, wo wir das gerne sehen täten. Dass Sie jemanden eine auflegen, sagt man auch. Ich verstehe. Merkt er sich das alles und will er gar nicht mitschreiben? Ich habe mir das gemerkt. Also, die ist es nicht. Ja? Ist es nicht. Würde er überhaupt nach Österreich ziehen wollen? Nach Wien? Ich gehe ja gern nach Wien. Ich fahre auch gern wieder weg. Ich bin gerne. Um die schönen Erinnerungen nach Berlin zu tragen und zu erzählen, wie herrlich es hier ist. Er redet schon fast wie ein richtiger Österreicher. Was? Gerade noch die Kurve kratzen, ein bisschen trinken. Haarscharf. Ja. Kompromiss ist übrigens auch in Österreich erfunden worden, gell? Und der Konjunktiv auch. Das höre ich mit Erstaunen. Also der Konjunktiv ist, ich tat ja wenn ich konnte, aber man loset mich ja nicht, weil dann müsset ihr ja. Und in Wien muss er drei Sätze, die sehr wichtig sind in Wien, ja. Ich weiß nicht. Ich hab nur geschaut. Und heute geht sich das nicht mehr aus. Sagen Sie mal, heute geht sich das nicht mehr aus. Heute geht sich das nicht mehr aus. Perfekt. Der Vater war kein Wiener? Nein. Sicher nicht? Westfale. Red einmal mit der Mama. Berlinerin. Aber wir... Wer weiß? Mein Vater weiß. Okay. Ja, wenn das so sicher ist. Gut. Ja, aber für einen Österreicher ist er ein bisschen zu schlank, Seifenstein. Zu selten da. Ja, zu wenig Gebackenes. Ja? Zeigen wir mal, wie er ausschaut, wenn er jeden Tag ein Schnitzel kriegt hat von uns. Wie viel, Majestät, Hofbildstelle? Viel besser. Da hätte sein Schneider endlich einmal einen Stoff zum Verkaufen. Ich find's fesch. Ja. Und das ist der Vorteil beim Frack, er ist vorne offen. Und hinten bei der Weste ist ein Gummiband. Ja, oder er macht's wie wir. Doch, schau her, das hilft. Außenmieder. Fesch. Schöne Socken hat er auch. Die grünen sind in der Wäsche. Und die grüne hat er auch? Ja, je nachdem, wie es passt. Jetzt dachte ich, ich komme mit den Farben Österreichs. Oben rot, hier weiß. Ach so, die Fahne so. Rot, weiß, rot. Naja, das ist... Es ist eigentlich ein Ganzkörperanzug, der gestreift ist. Hier wird es weiß, hier wieder rot, weiß, rot. Seifenstein, wir sind ein bisschen hin und her gerissen. Wir wollen es schon sehen, aber wir fürchten uns auch. Man muss Dinge auch glauben. Ja. Sicherheitshalber.
Eins von den drei Sprüchen hätte doch vielleicht gepasst. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich weiß nicht. Eben. Und das ist danach? Ich hab nur geschaut. Das passt da nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht... Heute geht sich das nicht mehr aus. Das passt immer. Passt perfekt, ja. Ja. Haben wir schon oft gehört. Also, zweite Frage, die er lösen muss. Seiferstein, machen Sie weiter endlich. Wir kommen ja keinen Schritt weiter mit den Menschen. Verzeihung, Meister, dass ich so trödle. Ja. Welches ist der größte Schatz, den Österreich besitzt? Hofbildstelle. Ist es unsere wunderschöne Alpenlandschaft, unser Schloss Schönbrunn oder der Eurofighter? Es ist A, B und C. Nein, so geht das nicht. Doch. So geht das nicht. Er muss sich für eines entscheiden. Also. Auch wieder dann österreichisch, der Kompromiss. Ja? Ja? Also heute werde ich es nicht mehr entscheiden können. Ja. Wir nehmen die Berge. Ah. Die Berge? Stimmt das, Seiferstein? Nein, Majestät. Es ist der Eurofighter C, denn der war mit Abstand am teuersten. Also dafür brauchen wir Geld. Das heißt, er sollte eigentlich bei uns arbeiten, damit wir die Tantiemen bekommen, Seiferstein. Aber? Was zahlt man denn hier Steuern, wenn ich fragen darf? Ja, nicht genug, dass man Russe werden muss. Was zahlt man tatsächlich für Steuern? Die Hälfte? Drei. Woher sollen wir das wissen? Wir kassieren es. Keine Ahnung, was zahlt man Steuern? Uns ist Geld so wurscht. Es wird einfach abgezogen. Wir haben so viel davon. Was zahlt man in Berlin? Ich habe keine Ahnung. Auch Russe? Ich habe mit Herrn Putin keine weiteren Verträge abgeschlossen, aber bei mir... ziehen die das Geld einfach ab. Ich habe denen meine Kontonummer gegeben. Kluge Entscheidung. Der ist gut, glaube ich, genug, dass er bei unserem Hof arbeiten kann, Seiferstein. Geben Sie uns Ihre Kontonummer, wir überweisen dann den Gehalt, gell? Kennwort und persönlicher Login und so auch bitte. Also... es hat uns wahnsinnig gefreut, dass er da war. Er hat wunderschön gesungen. Wir hoffen, er kommt jetzt öfter nach Wien. Sehr gern. Damit er sich immer öfter freuen kann, wiederzukommen. Gell? Ja. Ich muss in meinem Leben ein Deutscher gewesen sein. Doch das war Irrtum, die Natur ist doch gemein. Dank dir bin ich jetzt Österreicher, mein Kaiser, guter Mann. Dass ich jetzt endlich die Reblaus singen kann.